Und das konsequente Einschreiten der Berliner Polizei und der erfolgte Auflösung des sogenannten Palästina-Kongresses in Berlin ist aus unserer Sicht richtig gewesen und auch notwendig. Antisemitische und islamistische Straftaten dulden wir nicht. Eine Straftat, dazu gehören auch Propagandareden für die Hamas. Es waren ja zahlreiche Journalisten, Kollegen auch etablierter Medien bei diesem Kongress. Keiner von denen hat berichtet, dass es bis zum Abbruch irgendwelche antisemitischen oder islamistischen Beiträge gegeben habe. Warum wurde der Kongress, warum bezeichnet es das Bundesinnenministerium dennoch als richtig, diesen Kongress abzubrechen und die Einreiseverbote zu verhängen? Ich habe dem, was ich bislang dazu gesagt habe, nichts hinzuzufügen, Herr Jessen. Also die Innenministerin spricht davon, dass Juden und Jüdinnen zur islamistischen Szene hier in Deutschland gehören. Herr Jung, ich habe den Worten der Ministerin an dieser Stelle nichts hinzuzufügen. Und dann noch mal eine Frage zu der Definition von islamistischer Szene. Die wird ja eigentlich bisher verwendet für Dschihadisten, für den IS, für Hamas. Und jetzt wird er aber verwendet eigentlich für ein überwiegend Linke. Also da sind das ist eine Gruppe von jüdischen, palästinensischen und deutschen Linken, teilweise auch radikaler, teilweise revolutionär links, aber von Islamisten, so sieht es zumindest aus, kann da eigentlich keine Rede sein. Wie definiert denn die Bundesinnenministerin diesen Begriff islamistische Szene? Also wie der Begriff islamistische Szene definiert ist, können Sie gerne im Verfassungsschutzbericht nachlesen. Das sind feststehende Definitionen und Begriffe. Dann ist unklar, warum das hier angewendet wird. Das Betätigungsverbot gegen Varoufakis und die beiden Abusitas wurde auch ausgeweitet darauf, dass sie keinen Zoom-Vortrag halten dürfen oder keine Videobotschaft dort abgespielt werden darf. Dabei gibt es einen Präzedenzfall beim Berliner Verwaltungsgericht, der ganz klar gesagt hat, deutsche Verbote von Videobotschaften können hier nicht greifen. Da wurde ganz klar entschieden. Wissen Sie über diese Entscheidung nicht Bescheid? Also ich kann Ihnen auch zu diesen Fällen nichts sagen, weil das eine These ist, die Sie hier in den Raum stellen, die ich hier weder dementieren noch bestätigen kann. Ex-Finanzminister Varoufakis wurde wurde verhängt laut seiner Aussagen, dass er ein Einreiseverbot verhängt gegen Varoufakis. Warum denn das? Wie gesagt, ich kann Ihnen zu den einzelnen Fällen, die jetzt hier kursieren, nichts Näheres sagen. Es ist aber richtig, dass Herr Varoufakis, der nicht einreisen durfte, nicht aus einem Drittland einreisen wollte. Stimmt's? Auch dazu kann ich mich nur wiederholen. Ich werde mich auch zu Herrn Varoufakis hier im Einzelfall nicht äußern. Aber selbstverständlich hat Herr Hebestreiter recht, dass Kritik an Israel oder an der israelischen Politik hier in Deutschland auch geäußert werden kann und es da keine Einschränkung der Meinungsfreiheit gibt.